Der Himmel ist nicht immer blau. Woher die rote Farbe in der Abenddämmerung oder die schwarze Farbe bei Nacht kommt, lernten die Kinder im KIT-Kinderuni-Workshop von den Wolkenexperten. Keine trockenen Vorträge, sondern selbst experimentieren war angesagt. Mit einfachen, aber spannenden Versuchen brachten die Experimentalphysiker den Kindern unsere Atmosphäre näher. Also wir haben in das Wasserglas Milch rein ein bisschen. Und dann haben wir halt demonstriert daran, wie die Sonne verschiedene Farben machen kann durch verschiedene Einstrahlungswinkel. Wir haben uns angeguckt, wie der Himmel blau wird und wie der Sonnenuntergang entsteht. Und dann haben wir noch draußen einen künstlichen Regenbogen nachgemacht. Und haben hier drin noch das Spektrometer gebaut, wo man sich einen Regenbogen angucken kann. Man guckt durch die zwei Löcher hier rein. Dann, und hier fällt das Licht rein. Dann gibt es noch hier die Lasche. Die kann man da hinschieben, damit das Loch kleiner wird. Und desto kleiner, desto besser sieht man, wie hier vorne abgebildet, den Regenbogen. Und da drin ist halt ein CD-Splitter, sowas in der Art. Und dann wird das Licht da drauf reflektiert, also da drauf geworfen und reflektiert und gespaltet zu den Löchern. Und da drin kann man halt auch manchmal sein Auge beobachten. Ja, und den Regenbogen halt. Glas, wenn man da jetzt reinguckt, beobachtet man, wenn man es jetzt in starkes Licht hält, sieht man also stärkere Farben und fröhlichere. Und wenn man jetzt zum Beispiel da oben reinguckt in die Lampe, Türkis, Gelb und Rot. Und draußen sind Grün, Gelb, Rot. Wir erforschen Wolken. Das ist einer der großen unverstandenen Punkte in den Klimamodellen. Und es geht also darum, wie Wolken entstehen, wie Wolken wirken, was Wolken beeinflusst. Wir wollten Ihnen einfach so ein bisschen beibringen, was Wolken so machen können, also zum Beispiel auch, wie Regenbogen entstehen. Und einfach so, dass Sie so ein bisschen sich rantasten und auch ein bisschen merken, wie Experimentieren eigentlich funktioniert. Einfach mit sehr einfachen Sachen, was man sich anschauen kann, dass man schaut, okay, wie funktioniert der eine Effekt, wie funktioniert der andere Effekt, woran liegt das jetzt eigentlich? Und dass die Kinder einfach so ein bisschen selbst was rausfinden können, das fanden wir eigentlich ganz wichtig, weil das machen wir als Experimentalphysiker halt auch täglich hier. Thank you.